So, da sind wir wieder. Beim letzten Mal hatten wir hier die Särge unter die Lupe genommen. Und ja, gucken wir nochmal aufs Schild. Sultan Kanovac. Auch nicht alt geworden, der Bengel. Arno, ich habe dich gefunden. Stimmt das wirklich? Wir werden sehen. Ja, hier sind noch mehr Särge. Schauen wir mal rein. Beziehungsweise schauen wir uns die mal an. Leonora. Da liegen seine ganzen Frauen. Wen haben wir da? Regina. Auch nicht wirklich alt geworden. Und hier nochmal. Ja, 2 Jahre, das war die kleine Armes Tochter. kleines Kind. Ja, und da müsste jetzt das Gitter nach draußen sein. Da, wo wir sonst immer von der anderen Seite gekommen sind. Genau. Unser Haus. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück ins Haus. Hier unten haben wir alles unter die Lupe genommen. Ab durch den Korridor nach oben. Da. Und da kommen wir wieder raus in der Kapelle. Im Altarraum. So, ab zurück. Dann schauen wir uns hier nochmal kurz um und dann würde ich sagen, fahren wir nochmal in die Stadt und zeigen Malcolm hier das Bild. Der erzählt uns dann hoffentlich noch mal ein. Schauen wir hier noch mal kurz. Ui, das Ding dreht sich von selber. Hier war ja auch noch ein Spiegel. Und der bewegt sich auch so komisch. Also gucken wir mal, was uns da jetzt erwartet. Uiuiui. Okay. Dann mal nach draußen. Zum Wagen. Aber erstmal checken wir noch mal kurz die Scheune ab.
was Cyrus und Harry jetzt so machen. Falsche Richtung, wie immer. Aber jetzt. Da sind sie. Am Zusammenpacken, wie es aussieht. Naja, sprechen wir Harriet mal an. Harriet? Oh, ich sehe, Sie haben uns also erwischt. Wohin geht ihr? So ein Scheiß aber auch. Sieht man das nicht? Wir gehen! Verdammt nochmal, weg von hier! Wie freundlich. Aber ich dachte, ihr bräuchtet den Job und einen Ort zum Leben. Naja, ich wollte nichts sagen erst, aber jetzt, wo Sie hier sind, ich habe letzte Nacht Ihren Mann getroffen und jetzt, er hat mich und meinen Jungen bedroht. Und er sagte, Cyrus und ich, wir würden im Dachstuhl hängen, wenn wir nicht verschwinden. Und ich glaube ihm. Ich habe es in seinen Augen gesehen. Irgendwas ganz Böses geht hier vor. Recht hat sie. Ich kann es nicht beschreiben, aber es existiert. Was existiert? Das Böse. Wenn Sie nur ein bisschen Vernunft haben, junge Dame, dann gehen Sie auch. So sieht's aus. Aber wir müssen noch Don retten. Sprechen wir nochmal mit Cyrus. Cyrus? Du willst nicht gehen, oder? Schön den Sohn ausspielen gegen die Mutter. Du willst nicht gehen, ne? Ma sagt, wir haben... Junge, genug geplappert. Geh zurück an die Arbeit. Die Arbeit vor allen Dingen. Die brauchen da 3 Stunden, um da Bitfaden um Sack zu wickeln. Harriet, könnt ihr eure Meinung nicht ändern? Ich rede mit Don. Also, nehmen Sie es nicht persönlich. Sie können nichts dafür. Cyrus und ich müssen gehen und dabei bleibt's. Die lassen sich nicht umstimmen, wie es aussieht. Na gut, dann fahren wir nochmal in die Stadt. Mal sehen, was Malcolm zum Bild sagt. Okay, ja, bevor wir jetzt zu Malcolm gehen, da das eine längere Sequenz wird, gehen wir jetzt noch mal kurz hier in die Stadt gucken. Weil da gibt's auch noch was. Und dann gehen wir in der nächsten Episode zu Malcolm. So, schauen wir hier noch mal. Das hatten wir nämlich die letzten Male verpennt. Entschuldigung? Ja? Sie haben da ein wunderschönes Kruzifix in der Vitrine. Ja? Ich wüsste gern, was es kostet. Ja, ein herrliches Stück, nicht wahr? Ja. Dieses spezielle Kruzifix ist nicht zu sehr alt. Nur aus dem frühen 19. Jahrhundert. Aber es ist ein seltenes Stück. Aus Titan. Einem Metall, das gerade entdeckt worden war. Dass man damals schon Titanschmuck gemacht hat? Normalerweise nicht. Deshalb ist es auch so selten. Und so teuer. Es interessiert mich. Also, wie viel? Und nicht zu viel, wenn man daran denkt, wie selten es ist. Nur 2000. So viel? Das ist mehr, als ich mir im Moment leisten kann. Also in diesem Fall, lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch etwas brauchen. Aber wir werden das Ding auch so kriegen, aber in der nächsten Folge, denn ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Bis gleich.